Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Ja, wir machen heute mal eine Mission weiter, wo ich noch nicht ganz genau weiß, was uns erwarten wird, so ist richtig. Aber nebenbei, ich habe den S5 ein bisschen getuned. Die Felgen sind jetzt so schwarz-weiß gehalten, finde ich eigentlich mega geil bei der Karre. Ja, ein bisschen kaputt. Aber gut, bleibt natürlich nicht aus bei so einem Spiel. Wir dürfen unseren Wagen wechseln. Ich weiß noch nicht, in welche Klasse. Aha. Racer-Klasse und Offroad haben wir ebenfalls ein neues Auto. Runner nehmen wir ein S5. Okay, also drei Racer-Klassen. Ja, da sehen wir der R34, den habt ihr in der letzten Folge ja schon gesehen. Der sieht ein bisschen anders aus. Offroad habe ich ein Auto wie zuvor, aber ich habe den Impreza verkauft, dafür einen Focus RS geholt. Den werdet ihr gleich auch sehen. Und ja, den S5, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Ich hab nach Jimmy gesehen, dem alten Kunden von mir. Und La Katrina wollte eine Revanche. Ich wurde von League 73 kontaktiert. Eine Falle. Na, fahr doch. Jetzt als Runner Lexus RCF hätte oder so, dann brauche ich ja richtige JP Performance Line. Ach, ich muss da gar nicht hin. Ja, schon verschissen. Adam 135, haben Sie nähere Informationen über das Zielfahrzeug? Jo. Zielfahrzeug ist ein Nissan Skyline. An alle verfügbaren Einheiten. Das machen wir nochmal neu. Ich bin den einfach hinterhergefahren. Alles klar. Ja, gut, man sollte auch wissen, was man tut. Hier Adam 6, verfolgen ein möglicherweise gestohlenes Fahrzeug. Jetzt sind wir auf richtigen Weg. Adam 1-6, wo findet die Verfolgung statt? Ja, die Polizei da hinter uns. Durch Billionaire's Road. An alle Einheiten, Adam 1-6 führt eine Code 3-Verfolgung durch. Bitte Meldung. In nördlicher Richtung auf der Castle Street. Es ruckelt ein bisschen das Spiel. Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf der Castle Street. Natürlich doch. Das ist richtiges Aufgebot hier. Boah. Der war sofort kaputt. Einfach. Zentrale an Adam 1-6. Wo sind Sie gerade? In nördlicher Richtung durch The Barrio. Einige Leute. Okay. Verstanden, Adam 6. Fahrzeug fährt nach Norden. Nähert sich Boomville. Das Wichtigste ist... Das richtiges Fahrzeug fährt Richtung Norden und nähert sich Boomville. Störsender bei uns. Boah, Beeil dich, Kai, der Heli wird dich lahmlegen. Jetzt sind die aber richtig dran. Komm schon. Und man sollte sich nicht allzu sehr mit der Polizei beschäftigen, weil es bringt nichts, man zerstört einen und dann kommt der nächste schon hinterher. Jetzt sind wir am Ziel. Cooles Ablenkungsmanöver. Und hier seht ihr ihn jetzt im Focus S. Ich hab gedacht, da wäre eine Mauer gewesen, deswegen bin ich langsamer gefahren. Naja, das war jetzt nicht so gut. Ja, richtig durcheinander. Jo, was ist das? Ich blockiere ihn. Das war gerade richtig eng, keine Ahnung, was da genau passiert ist. Linken 30, ist die Festnahme erfolgt? Negativ, Zentrale. Zielperson ist weiter auf der Flucht. Kontakt, glaube ich. Oder wir sind... Nee. Jetzt kippt der um. Zentrale, unser Wagen wurde schwer beschädigt. Wir geben die Verfolgung auf. Ah, Fokus. Adam 1-6, ist die Zielperson in Gewahrsam? Sind im Ziel. Das
ist der kaputt, ey. Ah, da kommt der S5. Der lenkt hier jetzt richtig ab. So, und jetzt müssen wir aus der Stadt entkommen. Linke 31 hier. Ich verfolge einen mutmaßlichen 4S. Schnell in südlicher Richtung durch Lakeside. An alle Einheiten. Linken 130 führt eine Code 3 Verfolgung durch. Erbitte Meldung. Das ist falsch. Oder? Nee, doch nicht. Oh, da kommt ein Hubschrauber. Hartnäckig wird. In südliche Richtung durch Lakeside. Meldung erhalten, Höhe 35. In südliche Richtung auf der Windschutzsperre. Straßensperre. Okay, verstanden, Höhe 35. Hier L130, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. Okay, verstanden. Schnell weg, schnell weg. Vier Personen sind gelaufen. Barrikade durchbrochen, Fahrzeug fährt langsamer. Verstanden. Ja, hier rein ein bisschen. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Ja, verwinkelt, genau. In nördlicher Richtung auf der Coolidge Street. Bestätige Adam 135. Schöner Griff. Straßensperre. Komm, gib Gas. Jawohl, danke für den Schubser. Ja, jetzt nehmen wir uns hier in die Zone. Versucht mich auszuschalten. Oh, nee. Fuck. Fuck. Nein. Adam 135, hier haben die Zielperson nicht mehr. Nein. Das gibt's nicht. Ah, nee, jetzt musst du die Mission neu machen. Oh, hoffentlich nicht das Ganze, sondern nur ab dem S5. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Hat der mich in die Mauer gedrückt und dann kamen sofort zwei, drei andere Cops hinterher. Oh, wir müssen ab dem S5. Hier Lincoln 130. Ich verfolge im Moment einen Audi S5 in südlicher Richtung durch Lakeside. An alle Einheiten, Lincoln 130 verfolgt einen Audi S5. Zielperson fährt in südlicher Richtung durch Lakeside. Wir haben ihn gerade erwischt. Ja. Ich hätte sie mal anders getan. Meldung erhalten, Adam 13. Oh, untersteuern deine Kugel. Die Person versucht mich aufzuschalten. Ist klar, da kann ich nicht auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. So, also. Nee, sowas darf nicht passieren. Wir müssen in der Mitte bleiben. Versuchen Rammanöver. Jetzt können wir ein bisschen Zeit gewinnen. Barrikade hat Wirkung gezeigt. Bestätige. Hoffe ich. Das Fahrzeug ist durch die Barrikaden gebrettert. Ja, wir konnten sie ein bisschen abhängen. In nördlicher Richtung auf der Coolidge Street. Und der nächste. In nördlicher Richtung auf der Coolidge Street. Drei Leute wieder. Wieder vorbei. Jawohl. Ups. Da ist die Sperre, der dürfen wir nicht reinfahren. Vorne bleiben. Adam 1-6, wie lautet Ihre aktuelle Position? Und bloß nicht hier unterkriegen lassen. Muss sie neben sich halten, links und rechts ein, damit die einen nicht wegdrücken können. Ah, wir haben es geschafft. Ah, wir waren eben kurz vom Ziel. Oh. Er fährt mir mein Auto. Oh, schnell raus hier. Ja, 35 verfolgen wir hier in östlicher Richtung durch Silver Rock. An alle Einheiten, Adam 135 führt eine Code 3 Verfolgung durch. Bitte
Meine Güte, was für eine Polizeiverfolgung. In westlicher Richtung durch den Norden. Geil. Camaro, der wird sofort geholt. Boah, GT4. Geile Karren bis jetzt. So noch. Oh, noch einer. Boah, Muscle-Kasten. So geil. Aber ich hol den Camaro, nicht den Challenger. Oh, M3. Wieder eine. Hat ja eben schon E46 freigeschaltet. Also in der letzten Folge. Für mich eben. Oh, geil. Also, es war wohl wieder unsere Kollegin, die dahinter stand. Ja, aber ich werde das Video hier beenden. Wir haben noch eine Trophäe bekommen. Ich habe gegen das Gesetz verstoßen, heißt das bestimmt. Ja, ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Sagt damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.